Hey meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, das Licht ist okay, weil mittlerweile ist es schon dunkel. Aber ich wollte unbedingt dieses Video für euch drehen und ich hoffe, das funktioniert. Und zwar gibt es heute eine Review zu meinem Winsor & Newton Aquarellmalkasten. Das ist die Kompaktversion. Da sind 14 halbe Pen, wie heißt das, Pfannen? Pens? Pfannen? Also 14 halbe Pfännchen sind drin, so. Und ja, ich habe euch ja in dem Haul schon gezeigt. Hier ist einmal so eine Karte, wo eben draufsteht, was das für Farben gibt. Und ich habe mir, als ich die Pfännchen ausgepackt habe, immer angekreuzt, welche Farbe ich habe. Falls mal eine leer geht, dass ich dann Bescheid weiß, welche ich nachbestellen möchte. Oder falls ich mir jetzt ein anderes Set bestellen möchte oder andere Farben mir eins in der Reihe bestellen möchte, dass ich halt eben Bescheid weiß, was ich habe und was nicht. So, fangen wir mal an. Das ist das gute Stück, das habe ich euch ja auch schon gezeigt. Hier ist eben dieses Ding, was man hier an die Seiten machen kann, entweder hier oder an die andere Seite. Eben um Wasser drin zu haben. Das habe ich allerdings nicht, denn ich benutze immer diese Wassertankpinsel von Mozart oder wie es auch ausgesprochen wird. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal den Farbvergleich. Ich habe mir ein bisschen Mühe gemacht und das alles mal aufgemalt. Und fangen wir jetzt einfach mal an mit dem ersten. Das ist dieser Farbton hier. Nennt sich Lemon Yellow Hue. Ist ein sehr schönes Sonnengelb, finde ich sehr schön. Dann daneben ist Cardamom Yellow, das ist dieser hier. Ich hoffe, ihr seht das. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. So, nehmen wir das. Ja, gut, ist eh runtergefallen, kein Ding. Das ist eben dieses hier, das ist so ein Orangeton. Dann Cardamom Red Pale Hue. Das ist dieser hier und der in der Palette. Und Cardamom Red Hue, das ist dieser hier. Nee, Quatsch, dieser hier ist das, Entschuldigung. Ja, Alizarin Chrism Hue ist dieser hier und in der Palette dieser. Und dieser hier ist Purple Lake. Das ist eine von den schönsten Farben, muss ich sagen. So, dann geht es hier weiter. Das ist Ultramarin. Das ist der Farbton hier. Cerulean Blue ist der. Ich weiß nicht, wer sich diese Namen ausgedacht hat. Wer denkt sich denn solche Namen aus? Leute, Alter. So, Virgin Hue. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob ich das alles richtig ausspreche, aber ihr seht es ja nochmal, ist der hier. Und ich habe den Kasten, heute ist er mit der Post angekommen und ihr seht, da ist schon voll die Kuhle drin. Warum, das zeige ich euch gleich. Aber erstmal machen wir jetzt hier weiter. Dann haben wir Soap Green oder Sub Green. Das ist ein Dunkelgrün. Dann so ein Yellow Ochre. Das ist dieser hier, das ist so ein ja, ihr seht es ja, so ein, ich kann das nicht, so hellbraun-orange. So, Burnt Sienna, das ist dieser hier. So, wo ist er? Ist ein bisschen schwer, wenn ich rangezoomt habe. Und dann Burnt Umber, das ist der hier. Und eben in der Verpackung der hier. Und natürlich dann Chinese White, das ist dieser hier. Ja, sieht man jetzt nicht, weil weiß auf weiß ist nicht so geil. Vielleicht seht ihr es, dieses Chinese White ist ein bisschen gelber als der Rest. So, ich gehe mal wieder raus. Warum ich euch das zeige, ist ganz einfach, weil ich gemerkt habe, ich konnte mich ja die ganze Zeit nicht zwischen dem Pocket und dem Compact entscheiden. Und von dem Pocket habe ich irgendwie 3 Millionen Videos gefunden, wo die Farben geswatcht werden und wo das ganze Ding vorgestellt wird. Auch nicht so viele in Deutsch, aber ein paar halt in Englisch. Und zu dem Compact oder so, da habe ich wirklich nur 1 oder 2 Videos gefunden auf Englisch.
Und auf Deutsch habe ich komplett gar keins gefunden. Also es kann sein, dass ich da eins übersehen habe, aber eigentlich, ja, ich habe gesucht und nichts gefunden. Deswegen drehe ich einfach dieses Video, um vielleicht jemanden, der zwischen dieser gleichen Entscheidung steht wie ich, da ein bisschen zu helfen. So, weil mir hätte das geholfen. Ich meine, ich habe jetzt die richtige Entscheidung für mich getroffen. Also ich finde diesen Farbkasten perfekt, weil man kann die Farben gut mischen. Also hier unten habe ich jetzt versucht, so ein dunkles Schwarz zu mischen. Ist einigermaßen okay geworden. Ich bin kein Mischprofi, aber ja, wie gesagt, ich fange jetzt erst damit an. So, das ist ja eben der Kasten und ich weiß nicht, das hatte ich euch im letzten Video gezeigt. Man kann dann hier noch eine Palette halt rausziehen zum Mischen, wenn man jetzt wirklich unterwegs ist. Ja, mal gucken, ob ich das brauche oder nicht. Wie gesagt, ich hab den gerade in die nasse Farbe gestellt. Ich bin ein Profi. Ah, so ist er wieder sauber. So. Ja, sieht schön aus dem Blatt, aber das ist jetzt auch egal. Ich habe mir diesen Aquarellmalkasten gekauft und zwar, ich habe ja jetzt ein neues Bullet Journal angefangen und ich möchte damit im Bullet Journal arbeiten. Deswegen habe ich jetzt in meinem, das hier ist noch mein altes, mein Anthrazit, habe ich jetzt hier hinten angefangen, mal so ein bisschen rumzuschmieren, um mal zu gucken, wie sich das denn auf dem Leuchtturmpapier verhält. Das ist jetzt ein bisschen doof von mir gewählt, weil ich hier eben schon rumgedudelt habe. Aber ihr seht nichts. Da ist nichts durchgedrückt. Ich hoffe, ihr seht das wegen dem Schatten. Ich kann das jetzt leider gerade nicht ändern. Aber ihr seht, da ist wirklich nichts von der Farbe durchgedrückt. Also hier sieht man ganz leicht ghostet. Aber im Großen und Ganzen, das Papier hat sich wirklich minimal gewellt. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Es hat sich ganz, ganz wenig nur gewellt. Das ist überhaupt nicht störend. Und ja. Hier seht ihr halt die Farbe, die ist jetzt auch schon komplett trocken. Finde ich, sieht gut aus und ja, solange es jetzt nicht durchdrückt, finde ich, das ist super, weil ich mir halt sehr unsicher war, da viele Leute gesagt haben, ein Leuchtturm, das drückt dann so durch und dann sieht das so hässlich aus. Ich glaube, wenn man wenig Wasser nimmt, dann ist das okay. So, ihr habt es ja gesehen. So, und jetzt habe ich noch mal einen Vergleich. Und zwar habe ich einen normalen Zeichenblock versus dieses Papier. So. Das ist ja das Watercolor von Kenzen. Das ist 300 Gramm pro Quadratmeter. Immer noch keine Ahnung, was das heißt, aber es ist dick. Und ja, jetzt habe ich einmal auf dem normalen Papier gemalt und einmal auf dem Kenzen. So, gucken wir uns das mal an. Also das hier ist das Kenzen, das richtig dicke Aquapapier. Und das hier ist eben das normale. Und ja, Leute, ich weiß selber, ich kann nicht malen. Das ist jetzt so meine erste Zeichnung mit dem. Aber ich will mir das, wie gesagt, dieses Jahr vornehmen. Und ich werde bestimmt nicht Picasso oder so, aber ja, ist doch egal. Solange es mir gefällt und Spaß macht, ist es doch gut. So, fangen wir mal mit dem Dicken an. Also, aber mit dem Malen hat es sehr viel Spaß gemacht. Also, es ging auf jeden Fall wesentlich leichter als auf dem hier. Hier merkt man auch, das Papier ist erstens, es ist total gewellt und es ist auch kaputt. Also, es fühlt sich richtig, richtig kaputt, richtig aufgerissen an, richtig aufgedunsen. Und hier halt gar nicht. Natürlich merkt man die Farbe. Aber es fühlt sich trotzdem noch gut an. Ja. Verläuft auch sehr stark. Das war jetzt eher weniger gewollt. Aber gut, passiert halt einem Anfänger wie mir mal. Das ist halt so. Jeder fängt mal an. Und da hat sich dieses hier tatsächlich besser verhalten. Seht ihr? Weil da ist nicht so viel verlaufen. Da ist eigentlich fast gar. Also hier ist ein bisschen verlaufen, aber sonst fast gar nicht. Und ja, wie gesagt, auf diesem hier macht es deutlich mehr Spaß, weil es fühlt sich einfach besser an. Das hier geht so mit der Zeit kaputt und ihr seht ja auch,
Ja, ich weiß nicht, ich sehe gerade nicht, ob ihr das seht, aber es ist halt richtig wellig geworden, das Papier. So müsste man das sehen. Und hier halt logischerweise, oh doch, hier ist es auch ein bisschen wellig geworden, muss ich sagen. Aber ich habe halt auch echt richtig, richtig viel Wasser hier genommen, ne? Ich habe das richtig ausgetestet. Und ich finde aber auch das Ergebnis, auch wenn das hier so verlaufen ist, so, wenn man sich das anguckt versus das, finde ich das halt echt schöner. Wie gesagt, beide nicht weltbewegend wunderschön, aber das finde ich halt schon ein Tucken schöner als das. So. Ich weiß jetzt nicht, wenn man Anfänger ist, ob man dann unbedingt dieses Papier braucht, weil es kostet halt schon für 10 Blöcke 5 Euro. Das ist ein Unterschied wie für 10 Blöcke oder Papiere nur 2 Euro oder 1 Euro zu bezahlen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, den habe ich im 1-Euro-Laden gekauft, für 1 Euro logischerweise dann. Ja, das ist schon ein Unterschied. Aber ja gut, jetzt habe ich das eben und jetzt nehme ich das und vielleicht bin ich ja dann so geübt, dass ich sage, es lohnt sich für mich, dass ich dieses hier kaufe, weil Gott, es sind jetzt halt auch nur 5 Euro und sagen wir mal, wenn du damit einen Monat oder zwei hinkommst, dann sind das, wenn du 2 Monate hinkommst, sind es ja 2,50 im Monat, das ist ja jetzt nicht viel und da kann man sich das schon mal leisten, vor allen Dingen, wenn man Spaß dran hat. Ja, so, das war die Review zu dem Schätzchen hier. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es wieder ein bisschen verplant war, wie immer. Ach so, zu dem Pinsel hier kann ich noch nichts sagen. Das ist so eine ganz dünne Spitze, der war da dabei, weil ich den einfach nicht ausprobiert habe, weil ich, wie gesagt, immer nur mit meinen Wassertankpinseln male. Weil, oder was heißt immer nur, ich habe das ja heute gekauft, aber ich habe einfach heute gemerkt, als ich das eben alles so gemalt hatte, ich komme mit den Dingern, ich finde die irgendwie cool. Ich finde die irgendwie besser als normale Pinsel. Es ist einfach viel angenehmer, weil du einfach, du musst nicht eintunken und auswaschen und ja, es ist einfach cooler. So. Das war das Video für heute. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag oder habt noch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und ich hoffe, die Lichtverhältnisse waren nicht ganz so schlecht, aber ich wollte das Video jetzt heute unbedingt noch fertig drehen. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!